Ja, herzlich willkommen zurück in meiner Garage. Heute mit dem Review zum K21 XC8. Also mittlerweile der dritte Zehner in meiner Garage. Also ich habe es nicht ganz so eilig mit den Zehner ergrinden. Hab mir aber jetzt mal den dritten Zehner ergrindet. Ja, den Stufe 10 Leichtpanzer der Südkoreaner. Und ja, spaßiges Fahrzeug. Aber wie ihr das von mir gewohnt seid, ein bisschen was Historisches wieder vorher. Ja, der K21 wurde in den 2000er Jahren entwickelt, um die damals K200 Fahrzeuge der Südkoreaner zu ersetzen. Etwa um das Jahr 2012 kamen die Verantwortlichen zu dem Schluss, dass sie ihr Angebot um ein für den Export bestimmtes Feuerunterstützungsfahrzeug erweitern sollten. Dazu musste aber ein anderer Geschützturm her, da der normale K21 diese Steigerung der Feuerkraft nicht tragen konnte. Ja, man wollte die relativ kostengünstige K21-Wanne mit einem bereits vorhandenen Turm eines Drittanbieters dann kombinieren. Also wandte sich die Doosan, das ist der Hersteller des K21, an den belgischen Konzern CME Defence, den wir ihr im Spiel auch als Cockerill kennen. Ja, Cockerill-Turm sollte bekannt sein. Dieser Hersteller hat sich spezifiziert auf die Herstellung ganzer Waffensysteme, zum Beispiel die CV der Schweden oder die XC8-Türme. Also XC8-Türme haben wir ja auch im Spiel. Ja, im Februar 2013 wurden dann auf der Rüstungsmesse in den Vereinigten Arabischen Emiraten ein mehr oder minder funktionstüchtiges Vorführmodell präsentiert. Es bestand aus K21-Wanne und dem hier XC8-Turm. Ja, zu der Zusammensetzung der K21-Panzerung gibt es keine offiziellen Angaben. Wahrscheinlich Fiberglas-Aluminium wird angenommen. Der Zwei-Mann-Turm des XC8 besteht aus Stahl und bot Schutz gegen 7,62 mm AP-Geschosse, konnte bei Bedarf aber natürlich durch zusätzliche Stahlplatten dann auch noch aufgewertet werden. Zusätzlicher Schutz bot auch die Galix-Nebelmittelwurfanlage. Als zusätzliches Upgrade für das Fahrzeug wurde auch ein Hardkill-APS-System angeboten. Ja, der Turm konnte optional mit einer 105 mm oder einer 120 mm Kanone ausgerüstet werden. Wir hier im Spiel bei Armored Warfare haben die große, also die 120 mm Variante. Gott sei Dank. Ja, ähnlich wie beim Wilk XC8 ist eine schweizerische Glattrohrkanone vom Typ Ruag 120 mm L50 verbaut. Diese Kanone verschießt natürlich standardmäßige NATO-Munition und die 120 mm kanonenbalancierte Version des Luftlenkkörpers Phalarik oder Phalarik, glaube ich, heißt ja Phalarik. Die Phalarik-Rakete hat eine Reichweite von 5 km und wurde gemeinsam mit der ukrainischen Armee entwickelt. Die Kanone ist voll stabilisiert und das Fahrzeug bietet eine moderne Feuerleitanlage. Laserabstandsmesser, stabilisierte Tag und Thermaloptik für Kommandanten und Richtschützen. Ja, auf Kundenwunsch konnte das Fahrzeug erweitert werden mit stabilisierter Panorama-Thermaloptik für den Kommandanten, mit separaten Laserentfernungsmesser und IFF-Sensor zur Freund-Feind-Erkennung und Schlachtfeld-Kontrollsystem. Der Panzer wurde mit einem 750 PS V10 Dieselmotor ausgerüstet, was ihn auf der Straße zu einer Geschwindigkeit von 72 km/h brachte. Alternativ kann aber auch ein 840 PS Motor des gleichen Typs eingebaut werden. Es blieb jedoch ein Konzept, was bis heute tatsächlich angeboten wird, aber bis jetzt wohl keine potenziellen Käufer gefunden hat. Nichtsdestotrotz hier im Spiel ein spaßiges Fahrzeug. Und wir schauen gleich mal auf die Fahrzeugattribute. Wie gesagt, das Fahrzeug bei mir noch nicht ganz ausgebaut. Da fehlt mir so ein bisschen das Geld. Ja, Schaden mit der normalen AP-Munition habt ihr 530. Habt einen Durchschlag von 800 mm, also das absolut ausreichend.
Schaden pro Minute. Und da sehen wir gleich eine große Stärke des Fahrzeugs mit 7.950, weil ihr habt eine wahnsinnsirre Nachladezeit von 4 Sekunden. Also das Fahrzeug richtig, richtig stark, was die Nachladezeit betrifft. Höchstgeschwindigkeit, wie gesagt, hier 70 km/h. Von 0 auf 32 braucht das Fahrzeug auch nur 3,4 Sekunden. Die Fahrzeugmasse 27 Tonnen. Wandschwenkung 42,34 Grad. Tarnung 41% im Stehen. Also auch ein relativ guter Tarnwert. Sichtweite in Bewegung mit 485 Metern, also schon relativ gut bei mir. Wie gesagt, noch nicht ganz ausgebaut, auch was die Module betrifft. Die Geschützneigung ist sehr gut mit minus 10 Grad. Maximale Abweichung mit 0,062 Grad, also das Fahrzeug ist sehr genau. Das wird auch noch mal besser. Das zeige ich euch gleich. Die Zielzeit beträgt auch nur 1,7 Sekunden. Und die Turmschwenkung 47,18 Grad pro Sekunde. Ja, wie gesagt, Fahrzeugmunition, da habt ihr wieder einiges zur Auswahl. Das ist einmal die Heat, auch mit einem Durchschlag von 800 mm, die dann einen Schaden von 509 bis 839 macht. Dann die Phalarik-Rakete mit einem Durchschlag von 900 mm, Schaden von 473 bis 751. Dann haben wir das HE-Geschoss, was ich aber eigentlich auf dem Fahrzeug nicht verschieße. Und natürlich die APFSDS mit einem Durchschlag von 800 mm, wie gesagt, bis 583 Schaden, aber bei einem Reload von 4 Sekunden völlig ausreichend. Wie gesagt, Fahrzeugpanzerung habt ihr kombiniert, wird dort angegeben, also genaue Angaben gibt es da ja nicht. Ja, 60 mm der Turm, 85 mm die Wannen, die Seiten auch nur 75 und 40 mm der Turm. Zur Chronik, ja, habe ich euch ein bisschen was ausführlicher erzählt. Ja, Zubehör natürlich klassisch, wie gesagt, Retrofits habe ich auch noch nicht alle drin aus Geldmangel. Ihr seht es da oben, ich habe bloß 2,6 Millionen. Aber verbesserter Kanonenverschluss natürlich bei dem Fahrzeug muss, um diese Nachladezeit nochmal zu verbessern. Dann kommt man auf solche Werte. Kommandant im Moment Ionis Sana. Die Crew, also auch noch nicht voll. Aber da wieder auf Geländefähigkeit gegangen. Beim Richtschützen nochmal auf Zielgeschwindigkeit. Aber wie gesagt, das Fahrzeug sehr präzise, muss ich sagen. Wirklich ein spaßiges Fahrzeug. Ich habe euch ein Gameplay mitgebracht, aber wir, Moment, bevor wir in das Gameplay gehen, ihr seht es hier. Also da fehlt noch einiges bei mir. Nebelmittel fehlt noch, Splitterschutz fehlt noch. Auch das APS-Schutzsystem habe ich noch nicht verbaut. Ja, ihr seht es hier mit der optimierten Feuerleitanlage, könnt ihr die Zielzeit nochmal um 20% drücken. Also genauer geht es dann wirklich bei dem Fahrzeug nicht. Ihr habt dann hier nochmal unten zum Beispiel optimierte Antriebsritzel, was die Offroad-Beschleunigung auch nochmal verbessert. Habe ich also auch noch nicht drin. Also ihr seht, ihr könnt hier eine Menge einbauen in das Fahrzeug. Könnt dann unten auch zusätzliche Tarnungen freischalten. Habe ich auch noch nicht, Schlangenhaut. Und hier die Spezialfarbe von Oscar Faraday, die Nordnacht. Ja, wie gesagt, das Fahrzeug bei mir noch nicht ganz ausgebaut, aber wie gesagt, auch im Stock-Modus, wenn ihr mit dem Fahrzeug anfangt, macht das schon Riesenspaß. Ich habe euch ein Gameplay mitgebracht. War nicht meine beste Runde. Aber ja, als erstes Gameplay, denke ich mal, soll es reichen. Wie gesagt, ihr seid Feuerunterstützung auf dem Schlachtfeld da. Das ist eure Aufgabe und mit dem Reload von 4 Sekunden könnt ihr das natürlich sehr, sehr, sehr gut abdecken. Ja,
Ich würde sagen, wir schauen uns das Replay an und dann sehen wir uns danach nochmal in meiner Garage. Also bis gleich. So, das Ganze auf Vorgebirge. Sphinx 2 T14 Armata im Gegnerteam. Challenger 2 und T90 MS. Aber unser Team auch ganz gut aufgestellt. T14 Leopard 2 AX und 2 T90 MS. Ich schalte jetzt mal auf die Heat, weil die Munition ich noch gar nicht ausprobiert habe. Will ich jetzt mal testen. Ja, ihr seht es schon, ein Wahnsinns-Reload, das Fahrzeug. Ja, 4 Sekunden. Schon ein gewaltiger Reload. Wir haben Punkt 2 erobert. Feind hat Punkt 1 erobert. Kommen jetzt leider an nichts ran. War was kurz. Unsere T90 werden jetzt zusammengeschossen. Ich wechsle jetzt mal doch auf AP-Munition. Versuchen von hinten hier anzugreifen. Ein bisschen Verwirrung stiften beim Gegner.
Also ihr seht auch sehr schöne Geschützneigung hier. Frontal können wir den natürlich nicht zurückschlagen. Den müssen wir wieder von der Seite packen. Über die Geschwindigkeit. Da sind wir jetzt nicht durchgekommen. Jetzt muss man natürlich warten, dass sie rauskommen. Jetzt haben die Zonen gewechselt, also ja, da haben wir jetzt auch Pillenboxen. Müssen wir mal versuchen, dass wir wegkommen. Jetzt die Geschwindigkeit haben wir, also wir können auch den Pillenboxen wegfahren. Dann fahren wir mal Richtung 5. Der Feind erobert Punkt 4. Wir erobern Punkt 5. 5 wird eingenommen. Also ihr seht, ihr müsst bei dem Fahrzeug ein bisschen über die Geschwindigkeit kommen. Da können wir jetzt ein bisschen mal gucken. Uns erwischt. Ja, 3 wird jetzt angegriffen. Ich denke mal, da pushe ich mal mit rein. Also ihr seht, sehr mobiles, sehr schnelles Fahrzeug. Da sind einige Ziele. Gucken wir mal jetzt. Ja, wir sind auch offen. Sind jetzt auch hier ziemlich alleine, also... Da hat es uns erwischt. Ich denke mal, wir werden versuchen,
gucken, wie sich das Team verhält. Die pushen auf die 4. Wir werden mal versuchen, unserem Leopard ein bisschen zu helfen da. Also die 4 wird jetzt eingenommen. Wir werden aber trotzdem mal versuchen, da unserem Leopard ein bisschen zu unterstützen. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier eine Position finden. Ja, das sieht gut aus. Wird zurückgeholt, aber es ist trotzdem noch eine knappe Geschichte. Können wir wegmachen. Sehr schön. So. Ja, das war's schon. Schnelle Runde im K21. Also ihr seht, sorry, so ein bisschen über die Geschwindigkeit bei dem Fahrzeug. Feuerkraft habt ihr natürlich mit der Kanone genug. Jetzt gucken wir mal auf die Endabrechnung. Wir stehen sicherlich nicht auf Platz 1, aber ich denke mal, unterstützend konnten wir ganz gut mit eingreifen. Ja, und der Reload natürlich bei dem Fahrzeug bärenstark. Mit 4 Sekunden.
Also richtig gut. Ja, dafür gab es zwei Kisten, also vom Schaden her 11.000 Schaden, 14.000 Assist-Schaden auf Platz 3, aber vom Schaden sind wir gar nicht so schlecht. Also wir hatten sicherlich unseren Anteil am Sieg. Ja, das soweit zum K21 XC8, also ein spaßiges Fahrzeug. Wie gesagt, ein bisschen über die Geschwindigkeit kommen, Feuerkraft hat dieser Panzer genug. Ja, ein spaßiger Zehner. Ich bin froh, dass ich mir ihn geholt habe. Werde sicherlich das ein oder andere Gameplay noch hinterher schieben. Wie gesagt, ausgebaut ist das Fahrzeug ja noch nicht. Insofern ist da auch von den Leistungsdaten her noch nicht Ende der Fahnenstange. Also der kann sicherlich noch ein bisschen mehr leisten. Ja, wenn es euch gefallen hat, über ein Like würde ich mich freuen und dann sehen wir uns in einer der nächsten Videos hier bei Armored Warfare. Also, bis dann. Tschüssi.